So, liebe Leute, da sind wir auch wieder im zweiten Teil der Race. Wir sind noch in Delgate Bay. Ich habe gerade das Safe geladen und ich glaube, ich habe es gefunden. Also ein Signal Pack hat mir gefehlt. Also wenn wir gerade mal nach da vorne schauen, da haben wir jetzt ein paar mehr Tafeln. Das schaut eigentlich sehr gut aus. Ich glaube, das soll es jetzt sein. Ich habe noch mal ein paar andere nochmal zur Sicherheit nachinstalliert. Die erste Folge rendert jetzt gerade im Hintergrund. Und ja, wir machen jetzt weiter mit den nächsten Parts. Nach wie vor hier drin. Alles gut. Ja. Epi Schenker und Royal Zug. Was eine Kombi. So, 75 dürfen wir da fahren dann als nächstes. Währenddessen, während wir hier da mal stehen, machen wir jetzt mal kurz Folgendes. Wir machen mal das große Hut. Gehen wir mal ganz kurz durch. Oh shit, was ist denn? Labels will ich jetzt eigentlich nicht haben. Bei irgendein Wagen. Ach ja, hier drin. Da, First Class. Schön, ey. Ganz klassisch. Einzige, was die Züge haben, ist eine Heizung, aber keine Kühlung. Ich glaube, das kommt da oben raus. Stromanschluss natürlich nada für die ganzen Smartphone-Fans. Es ist einfach nur genießen hier drin. Kann man sich jetzt hier auch nochmal an den Rand zischen? Nö. Das wäre der Durchgang. Und ich glaube, direkt hinter uns, wenn wir jetzt gerade mal schauen, müsste. Nö, wir sind hier hinten. Okay. Also hier drin waren wir First Class. Ansonsten haben wir hier noch die Außenansichten. Das Vorderste, was wir machen können, ist das hier. Aber bei der First Class. Ich finde es auch geil, dass die Türen immer so auf und zu gehen, so total random, aber nicht alle auf einmal. Schau mal die Details an. Keiner mehr auf und der verschwindet. Alles klar. Delgate Bay, Bucket. Oh, das kann ich doch nicht aussprechen. Schauen wir nochmal, was wir hier so alles haben. Also hier. Oh, da hinten. Eine Brücke. Ich würde jetzt mal vermuten, da fahren wir hin, so schön wie der aussieht. Ja, kleines Dörfchen, Kreisverkehr. Shopping würde ich jetzt da mal vermuten. Da ist ganz viel nix. Ich glaube, wir fahren da wirklich da links rüber. Okay. Ich würde mal das HUD ausblenden. Komplett. Nein, das will ich jetzt nicht. Müssen wir jetzt nur noch anzeigen lassen, um zu sehen, wann wir wegfahren dürfen. Und dann tue ich es mal ausblenden. Dann würde ich mal so fahren. Zumindest mal für einen Moment. Also ganz glaube ich jetzt noch nicht, dass wir jetzt alles da haben. Aber das werden wir dann schon sehen. Abfahrt. Hast du? Ja. Wir haben keine Leistung auf dem Motor, was ist da los? Okay, das ist jetzt komisch. Warum haben wir da jetzt keine Leistung drauf? Ist. Gott nicht. Nochmal den Master Key mal raus. Rein. Jetzt wieder Leistung. Keine Leistung auf dem Motor. Okay, das DAA an, DAA an, aus, aus. Ja, es ist schön, dass wir rollen, aber jetzt haben wir Leistung.
Ich glaube, die Lok hat es nicht so gern, wenn sie aus dem Safe geladen wird. Da fehlt was, oder? Aber was soll das hier sein? Das ist auf alle Fälle neu. Stimmt das? Welche blauen, was auch immer. Komisch aus mit dem Blau. Gut, ich wollte mal ohne Hard fahren. Gucken wir das einfach mal. Also ich weiß, dass jetzt hier gleich ein 50er kommt. Steht das auch da? Ja. Danach ein 40er. Wie wird das jetzt angezeigt? 50. Schnell für 50, finde ich. Wann ist unser nächster Halt? In 4 Meilen. Die Vorankündigung. Streckenkenntnis von Vorteil, ne? Hasi da 40 fahren, der Rest 30. Ist ja geil. Wir sind eingestuft als wir dürfen HST fahren oder was? Wir dürfen da 40 fahren. Okay. Da geht's auch noch irgendwo hin. Wohin? 50, 65 Highspeed Train. Ist das ein Highspeed Train? Also von der Klassifizierung. Also ich muss sagen, so ganz ohne Hard fahre ich halt selten. A, teilweise wegen der Streckenkenntnis und B, trage ich auf der Route so nicht, was dann so alles angezeigt wird. Notion College, sehr gut. Der Vorteil von Rail Driver ist natürlich, dass ich die Geschwindigkeit auf dem Rail Driver sehe. Und ob wir dann irgendwas Schönes hinkriegen. Und 60 und 40. Da vorne glaube ich. Ah, oh, doch, hinten über die Brücke fahren wir. 100 Pro. Du. Die sehe dann durch das mit dem ABS-Alarm natürlich nicht. Ja, wird sie wieder zwangen. Wow. Also, ich muss sagen, die Tunnelbeleuchtung ist halt immer wieder super in Train Simulator. Das ist aber nicht unser Halt davon, oder? Nee. Ich werde mich jetzt an die HSD-Tafeln orientieren. Was? Sie dürfen jetzt dann 50 fahren. Oh, über den richtig geile Brücke. Wo ist Free Roam? Oh, schaut euch mal die Brücke an. Geil.
ist sehr nice. Wett, wir dürfen hier noch 50 fahren? Ja, ich bin richtig. Und nach der Brücke anhalten. Echt geil. Geile Brücke. Stelle ich mir aber ungeil vor in der Instandhaltung. Ist die Plattform. Okay. Dann bremsen wir da schon mal ein bisschen rein. Dürften wir jetzt auch wieder sanden, wenn wir es bräuchten. Und wir dürfen jetzt dann 80 fahren, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also, dass wir hier stehen bleiben, macht natürlich Sinn, dass die Leute auf der anderen Seite hier natürlich einsteigen können. Ein bisschen vorziehen noch. Na komm. Nice. Schauen wir uns das Hut. Ja, passt. Auf die Minute. Also das ist ja, das ist der Wahnsinn da, ey. Geht noch weitestgehend richtig. Wie schauen wir denn hinten aus? Naja, Plattform zu kurz. Jetzt noch eine Brücke da hinten. Hier haben wir so ein bisschen ein kleines Dörfchen. Und da unten drunter. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Da auf der Straße. Und da. Ja, mein Kollege, der nächste. Und hier werde ich vermutlich abgestellt. In der Nacht. Oder teilweise. Kann ich mir kurz vorstellen hier. Wieder raus, ja. Gut. Nice. Gehen wir wieder rein. Mal schauen, wie weit es ist bis zum nächsten. Es scheint aber mit der Aufnahme ganz gut zu klappen. Also der rennt im Hintergrund, das Spiel, und er nimmt auf. Alles zeitgleich. Keine Frame Drops. Schaut gut aus. Jetzt vermutlich nicht immer bei jedem Spiel gehen, aber zumindest da funktioniert es. Also bei Transport FIFA 12, da darf im Hintergrund nichts laufen. Weil sonst ist er da am Anschlag, wenn er das in 4K aufnimmt. So viel habe ich schon mal rausgekriegt. Glaube ich, werde ich dann gleich im Anschluss aufnehmen. Die neue Transport FIFA Folge. Da haben wir das letztes Mal die Strecke fertig gemacht. Mal schauen, was wir als nächstes machen. Right away, driver. The girl has asked for the ATS to now be turned off. The gorges are warm through and the sun will now take over. Mach mal, Kollege. Gut. Ist aus. Okay, Edinburgh, Plattform 2. 10 Meilen. Gut. Und 80 dürfen wir. Mehr Schnack ist, glaube ich, geht noch. Wie viele Stufen hast du da? 8. 8, 9, 10, wenn man die anderen Stufen mitzählt. Warte, überlegt, ob ich da den HSD-Controller, wenn ich ihn da mal hab, nutzen könnte, aber ich glaube, der hat nur 7 Stufen, wenn ich jetzt das richtig im Kopf drin habe.
Irgendwann will ich auch mal das YouTube 4K-Streaming ausprobieren. Schauen, wie gut das läuft. Ja, ein bisschen mehr Schmackes. Das ist mir jetzt aber ein bisschen zu viel. Mehr noch. Jetzt dann da bei 4. Ja. Da. Keine Ahnung, wo es da hingeht. Entweder Abstellbahnhof oder irgendwo anders hin. Also wie lang das dauern haben muss, das alles hier so schön zu dekorieren, ey. Hast du nicht so wie Transport Fever, irgendwie so ein Rush, wo du einfach mal so drüber fahren kannst. Du kannst ja alles händisch hier setzen. Krasses Pferd. Aber diese Büsche da, die sind echt fehl am Platz. So, 100. Das Maximum Schmack ist. Ja, doch. Hasse tut schon gut. So, delay. Sagt es. Hat stimmt, sagt es. Alles geil hier. Wunderbar. 7:10 Uhr, ah, noch in der Zeit. Ich muss mal ganz kurz was nachsehen. Mal ganz kurz Ende Pause. Und da sind wir auch wieder zurück. Bitte entschuldigt. Ich möchte gern nochmal. Komm mal von hier. Gut, da immer hinten anfängst. Mit der Kurve will ich mir jetzt noch geben. Na komm schon. Kurve. Schön. Ja, aber echt schöne Landschaft. Sind halt auch echt schöne Wagen. Da habe ich jetzt gerade irgendein Schild verpasst, von lauter schön umgucken. Ja, also jedes Mal das gleiche mit mir. Ey. Ich würde sagen, bei der Brücke fehlt was. Ein bisschen. Oh, moderne Station hier. Okay. Schaut relativ neu aus. Jetzt ist aber nicht Edinburgh. Ich war ein bisschen klein. Oh, ey, da haben wir einen FPS-Druck gehabt, ja, sag mal. Doch ein bisschen zu viel Vegetation.
oder es ist einfach Train Simulator, so wie es halt immer ist. Ansonsten bleibt er jetzt gerade konstant bei 30, auf deshalb ist er auch gelimited. Also ab und zu geht er kurz runter. Da steht wieso. Das, obwohl der Rechner echt potent ist, also ich meine, das ist brandneu mit den aktuellsten Intel Hamishtoz CPU, wo ich gerade die Nummer gerade nicht weiß, 12 Kerner, RTX 3070, NVMe, SSD 2 sogar. Eine, wo ich später auch noch zum Aufnehmen. Wo es kommt so 2800 Steine, also das Spiel ist einfach echt schlecht optimiert. 75, oh, da sind wir jetzt aber zu schnell. Da kommt eine andere Line, wie weit haben wir es denn noch? 3,8 Meilen. Jetzt dafür wieder 90. Was für ein Arsch! Jetzt wieder Gas geben. Also da war eine Vorwarnung schön gewesen. Oder die Vorwarnung war das eine Schild, was ich nicht gesehen habe, weil ich natürlich wieder Cinematic Views machen wollte. Das glaube ich soll auch nicht so. Warum? Bei 50? Okay. Dann gehen wir halt mal runter. Was denn du? 35? Echt jetzt? Ja, aber doch noch nicht, oder? Da 50er und dann kommt der 35er. Depot auf der nächsten Seite, wie weit haben wir es noch? 2 Meilen. Da merkt man schon, dass man in die Stadt reinkommt. Das ist da vorne jetzt schon. Nö. Oh. Der ist, glaube ich, auch von Amstel Powerhouse. Jetzt bin ich auch mal fahren. Interessantes Fahrgeräusch. Wir sind in. Kann ich gerade so nicht lesen. Okay. Schau mal langsam hier. So, wieder maximale Durchsicht bei der Fahrt. So erkennst du nicht mal Schilder. Kommt sogar ein 20er. Ich weiß gar nicht, ob wir den jetzt hier so sehen werden. Weil das Licht ist auf jeden Fall an. So, wann kommt der 20er? Jetzt gleich mal. Das kannst du doch gar nicht sehen. Stell dir nicht das vor. Ja, da das Schild, Alter. Jetzt aber langsam.
Nee, nee, nee. Aber vor der Szenerie schön. Wollte das hier sein? Allein schon nur für den Abschnitt, da würde ich ja ewig brauchen, wenn ich sowas mal bauen würde. Also gestaltungstechnisch bin ich furchtbar. Da kann man mit mir nichts anfangen. Was ist denn das da? Kann das mal einer in die Kommentare reinschreiben, was das für Teile hier sind? So, nix ABS mehr. Oh, das ist jetzt Edinburgh. Gehe ich mal stark davon aus. Oh, HSD. Nett. Ah, ein bisschen was los hier. Das ist doch garantiert unsere Plattform hier, oder? Plattform 2. Okay, da müssen wir ein bisschen vorziehen noch. Das ist Plattform 20. Und Plattform 2. Was wird jetzt das? Okay. Okay, 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 okay. Jetzt war ich gerade einen Moment nervös. Okay, alles klar. Wenn wir jetzt 100 Probis ganz davon vorziehen müssen, sonst kommt der Typ da nicht raus. Ah, wobei, ich glaube, der fährt in unsere Richtung. Der da links. Cross-Country Service. Sehr interessant. So, bremse mal bitte. Nice. Load. Sind wir pünktlich? Ja, sogar 2 Minuten zu früh. Wahnsinn, ey. So, dann schauen wir mal Freecam. Ja, ja. Das passt schon. Das könnte ein Screenshot werden hier. Der fährt dann hier raus. Was haben wir denn da stehen? Class 67 hier hinten. Und wie schauen wir jetzt da hinten aus? Ja, mehr als genügend Platz. Dürfte jetzt gerade rausfahren, da ist der HST. Midland Railways müsste das da hinten sein von der Lackierung. Da der Cross Country Service. Echt interessant da. Da die 2 Bahnsteige auf 4 aufzuteilen. Ja, ich weiß, es gibt sonst doch wo. Was haben wir denn hier so? Operations Depot. Da fährt ein HST ein. Kopfgleis. Interessant, dass das hier nicht durchgängig ist. Oh, den HSD, den gebe ich mir. Natürlich mein Liebling. Cross Country Service. Ah, wie ich es liebe. So, schauen wir doch mal ganz kurz, wo wir jetzt sind. Also wir sind jetzt da, Center Player. Und dann müssen wir Show Task auch da unten noch hinfahren. So, und der fährt jetzt auch gerade raus. Den werden wir dann nachfahren müssen.
Ja, gefällt. Also ich glaube, da werde ich mal vielleicht noch ein paar Szenarien rausholen, weil bis jetzt, das, was ich von der Strecke so sehe, bis auf die ganz schlimmen Büsche da, ist es echt schön. Ach jo, ein bisschen warten. Das hat hier wieder kleiner. Und mal wieder gemütlich hier machen. Jo, und sonst so. Ich würde mal HST fahren. Ist eigentlich das hier? Sprechanlage? Hier ein Telefonapparat hier. Oder war das jetzt der letzte Halt hier und wir müssen jetzt Zug abstellen. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Okay. Tappen noch einen Tunnel, wenn es sein muss. Tun wir das. Abfahrt. Zehn Meilen, Slateford Junction. Wir dürfen jetzt noch 20 fahren und dann kommt irgendwann 40. Okay. Power HSD, Class 43, nicht 47 und umgekehrt. Da habe ich schon mehr Schmackes, PD. Also nach dem Tunnel gegebenenfalls tappen, okay. Machen wir danach wieder aktiv ABS. Dann werden wir jetzt gleich wieder ganz viel sehen. Ich bin begeistert. Wir könnten aber eigentlich mal das Licht hier drin anmachen. Und das Licht bringt unglaublich viel. Ich glaube, die Beleuchtung stimmt hier einfach nicht, ne? Aber ja. Etappen müssen wir mal nicht. So, aber 40 dürfen wir jetzt wieder. Beziehungsweise 70. Ja, Edinburgh. Maximum Schmackes bitte? 85, okay. Immer andere Häuser. Und die Wüsche des Hudes. So, wieder mal
Mikrofon reinschauen, sonst verkacke ich es gerade wieder. 90 ist. Och nö. Doppelgelb. Mal ein bisschen reinbremsen hier. Oh, der steht noch in HSD. I'm loving it. There's a train from Germany to do the pass where the junction had before you. As your pass mark 4 said, crack with the code, you may have TPS break demand. So please reset. Pull emergency plunger up. Okay. Alles klar. Wollen wir mal schauen, ob wir das verhindern können. Oh, steht ein bisschen was rum. Den da habe ich sogar mit der Sky Livery. Da würde ich auch noch ein Szenario fahren. Auf der East Coast Main Line, aber das dauert ein bisschen länger. Mal gucken, wann ich das mache. Just a Signal. Kommt das noch? Ui, du holst mal. Ah, Scheiße. Wo ist dieser Plunger da? Es drückt, ich weiß. Jetzt brauche ich einen Hut. Erstmal ganz kurz speichern. Für den Fall. Wie kriege ich jetzt die Notbremse hier raus? Muss ich jetzt dich da einmal rausziehen? Wie kriege ich denn jetzt da die Notbremse wieder weg? Was für ein Plancher eigentlich? Was hat er da gemeint? Brake Demand, Parking Brake Off, Engine Start, Brake Test. Was für ein Plancher denn? Hier was? Ich bin jetzt gerade nicht sicher. So, ich glaube, ich hab's. Wir sind die Zugbremse maximal. Der auf neutral. Hier auch auf maximal. Dann sollten sie sich wieder abgleichen hier. Was sie aber nicht tun. Wieder das immer, dass nichts passiert. Aber dort passiert nichts. Hat sie noch so ein Idle hier reinmachen. Bremsen lösen. Nö. Also die wollen gerade nicht losgehen, aber was für ein Plancher hat der gemeint? Den da. Oh Mann, ey. Wow. Gut. Ich habe meine Bremse wieder gelöst. Vorwärts bitte, danke. Warum gab es die Notbremse überhaupt?
Wer weiß das schon? Okay, das muss ich mal merken, hier wieder raufzuziehen. Los geht's. Bin ich halt noch gespannt, ob das Signal davon jetzt wiederum umgeschalten hat oder nicht. Aber mal ganz kurz hier, ja. Ah. Auf der anderen Seite. Kann nochmal was rauskommen hier. Ja, da vielleicht. Moin Kollege. Auch schon eine Notbremse heute gehabt. Soll das hier so grün sein? Oder. Bin ich mal unsicher wegen dem nächsten Signal. Ist halt auch nicht, ne? Ah, es ist rot. Oder auch nicht mehr. War das jetzt da 155er, auf dem wir da jetzt warten haben müssen? Das ist gerade gar nicht mein Kopf, was genau gestanden ist. 15, ja, du mich auch. Ja gut, es macht schon Sinn, dass wir auf den haben warten müssen, ne? Was steht denn da vorne? Was steht da vorne? Da muss ich mal ganz kurz Freecam machen. Was steht denn da? K1. In gelb. Die hier. Okay. Dachte ich mir das. Guck ich mir jetzt mal ganz kurz an. Aber unsere sind schöner. Und natürlich auch gewartet. Ja, wir sollten mal vorne wieder reingucken. Und vielleicht Gas geben. Sonst bleiben wir hier noch stehen, ey. Denn noch? Ja, schaut, dass die hintere Class 67 uns da nicht hilft. Da wäre das alles ein bisschen flotter. Wenn ich jetzt hier noch mehr Gas gebe, dann komme ich hier in den gelben Bereich rein. Ja, fast, sonst komme ich ja gar nicht vom Fleck. Warum sind wir jetzt da links? Ah, rechts. So, Entschuldigung. Ja, die werden schon wissen, was sie tun. Gehen wir dann hier nochmal
Weil das ist einfach eine ganz eigene Strecke hier. Einspurig quasi. Wie käme vom Bahnsteig aus. Alles ein bisschen schnell hier. Wäre jetzt so geil, wenn ich da jetzt einen ABS-Alarm krieg. Ja doch, schon schön. Aber vermutlich auch mal so eine Brücke. Schauen wir mal vorne wieder rein. Mit der Geschwindigkeit was da? Nee. So ein kleines Verbindungsgleis dann, so wie es aussieht. Und dann wieder 40. Für den Moment erstmal. Zutele. Immer wieder schmackes Game. Kilometer sind es noch 5. Okay. Also, weil. Ein paar Kilometer hier. Das ist vielleicht eine komische Frage, aber dampft jemand von euch? Ich schon. Klar, ich will jetzt hier rauchen und so weiter nicht unterstützen, aber doch, warte mal, ob wir dampfen. Und mich würde es mal interessieren, wer von euch schaut sich eigentlich das Ganze in 4K an? Ich glaube, 4K ist generell jetzt nicht so weit verbreitet, beim Gaming zumindest. Aber ich glaube, es kommt immer mehr. Wieder eine kleine Steigung hier. Das war vermutlich auch mal ein kleiner Bahnhof hier. Wissen Sie, was davon halt jetzt von übrig ist. Hm.
Hat sich wohl nicht so sehr rentiert. Smiths. Na, ein kleiner Sportplatz hier. Machen wir mal wieder die Actioncam. Da vorne sehen wir ein Schild. Oder was ist das? Das ist nix. Einfach eine Farbdose. Aber da vorne, was steht da? Dass wir nicht mehr sanden dürfen. Ja, sie haben sich schon echt Mühe gegeben. Ja, ich habe es eh schon mal erwähnt, was es hier liegt. Neben der Bahnanlage will ich jetzt nicht unbedingt wohnen. Also es ist wenig Verkehr. Dann ein bisschen Trainspotten. Interessante Streckenführung teilweise. Gerade da mit den da vorne halt vielleicht ab und zu mal Dampfloks, aber ansonsten halt maximales Dieselbashing halt hier. Diesellokomotive sind jetzt nicht gerade die leisesten. Ich meine, die Class 67, die glaube, die geht ja noch, aber so eine Class 40, 45, 47, die könnte schon laut sein. Vor 40 hier, ne? Ja. Boah, jetzt passiert hier mal was. Einmal dünn gelb. Kein Cinematic View machen. Yes, I know. Jetzt stellt sich die Frage, wie weit das Rote entfernt ist. Dürfte so weit weg sein. Büsche des Todes mal wieder. Auf den Schienen. Ist jetzt gemeinerweise hier gleich um die Ecke. Okay. Dann gemeinerweise gleich hinter der Kurve. Was ist wieder so ein Bahnsteig? War mit Abgang.
Dass sich das hier nicht rentiert hat. So vielen Häusern hier. Ja, wo ist jetzt das Signal? Das ist Zugwachsen hier, ey. Oh, vorne. Aber nicht für uns. Jetzt geht's wieder bergab. Langsam darfst du jetzt mal auftauchen. Ja, wo ist es denn? Da ist es. Gelb, mit einmal nach links abbiegen. Und da war auch mal wieder ein kleiner Bauernhof hier. Da halt die Stelle, wie auch immer. Nach links, 20. Komm, da müssen wir noch ein bisschen bremsen hier. Davor hast du mich jetzt gewarnt. Oder ist das nächste jetzt auch wieder rot? Stadionbeleuchtung. Oh, Colas Railfact. Da ist Abstellbereich, so wie es aussieht. Wenn er Switch ist hier. Was sagst denn du da? State for Junction, also da vorne soll man stehen bleiben. Am Signal. Am Signal? Beim Signal? Am Signal. Dann tun wir das. Dann ist das das Ende. Schade. Ich bin gerade noch ein bisschen weitergefahren. Gehen wir noch ein bisschen vorher. Den Marker erwischen. Dann wird es dann wieder eingleisig. Und bitte einmal anhalten. Wunderbar, liebe Leute, hat mich gefreut. Lasst auf alle Fälle einen Kommentar drin in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat. Und ja, mal schauen, was wir als nächstes machen. Und ja, bis demnächst hier auf dem Kanal bei dem Chaosfahrer, die 360 Dude. Bis denn dann.